Liebe Genossin, in den kommenden Tagen sind wir SPD-Mitglieder dazu aufgerufen, zu entscheiden, ob sich unsere Partei in die dritte große Koalition in wenig mehr als einer Dekade begibt. Ich rufe euch hiermit dazu auf, mit Nein zu stimmen. Ich bitte euch, Nein zum Koalitionsvertrag zu sagen, weil dieser Koalitionsvertrag dreifach schlecht ist. Er ist schlecht für die SPD, schlecht für Deutschland und schlecht für Europa. Der Koalitionsvertrag ist schlecht für unsere Partei, die SPD. Der größte Teil der vermeintlichen sozialdemokratischen Erfolge beschränkt sich auf butterweiche Prüfaufträge oder, schlimmer noch, die Einrichtung einer Kommission, die erst einmal prüfen soll, ob es überhaupt ein Problem gibt. Die SPD darf aber nicht zu einer ergebnislos drüber reden Partei werden. Wir müssen eine Partei der Tat bleiben. Dem Koalitionsvertrag fehlt darüber hinaus ein sozialdemokratisches Vorzeigeprojekt. Es fehlt die den politischen Gegner quälende, aber dennoch umzusetzende Idee. In diesem Vertrag findet sich anders als noch 2013 eben kein Mindestlohn. Um es mal mit unserer designierten Vorsitzenden zu sagen, da steckt nichts drin, was quietscht, kein in die Fresse, noch nicht einmal ein Hauch von ich mach mir die Welt, witte, witte, wie sie mir gefällt. Dieser Koalitionsvertrag liest sich, wie es im Schlafzimmer viel zu lange unglücklich Verheiratete riecht. Er stinkt. Wer das Gegenteil behauptet, nennt Seehofers Passt schon eine Lüge. Und mit unglücklichen Beziehungen auf Zeit kennt sich der zukünftige Heimatschutzminister aus. Ich möchte euch, liebe Genossinnen, warnen. Auf die Euphorie, wir haben Arbeit, Außen und Finanzen, wird die Ernüchterung folgen, dass uns die Wählerinnen folgerichtig an Kurzzeitkettenarbeitsverträgen, Rüstungsexportrekorden und ihren leeren Brieftaschen messen werden. Ministerien ohne Raum für sozialdemokratisches Handeln sind kein Guthaben, sondern eine hochverzinste Hypothek, die wir als Partei in 4 Jahren bezahlen müssen. Wenn wir keine von der Union unterscheidbaren Antworten mehr geben, wenn nicht mehr sichtbar wird, wie wir Deutschland verändern wollen, werden die Bürgerinnen uns zu Recht abstrafen. Dieser Koalitionsvertrag bedroht mit seiner Verzagtheit, seinen Formelkompromissen und seinen kleinsten gemeinsamen Nennern die Existenz der deutschen Sozialdemokratie. Wem die Zukunft der SPD wichtig ist, muss deshalb Nein zum Koalitionsvertrag sagen. Der Koalitionsvertrag ist jedoch nicht nur schlecht für die SPD, er ist schlecht für Deutschland. Tritt der Vertragsentwurf in Kraft, werden die dringenden Probleme der Republik 4 weitere Jahre verwaltet werden, statt aktiv eine gerechtere Gesellschaft zu gestalten. Statt kommende Umwälzungen anzugehen, wird der Status quo künstlich am Leben gehalten und damit unser aller begrenzte Zeit verschenkt. Zukunftsprobleme wie der absehbare Verlust von Millionen Arbeitsplätzen durch Digitalisierung und Autonomisierung werden im Koalitionsvertrag konsequent verschwiegen. Wo sie, wie im Falle der himmelschreienden Überlastung des deutschen Pflegepersonals oder bei den galoppierenden Mietpreisen angesprochen werden, sind die entworfenen Lösungen noch nicht einmal ernstzunehmende Kosmetik. 0,6 neue Pflegekräfte pro Einrichtung, von denen im Übrigen keiner weiß, wo sie eigentlich herkommen sollen. 2 Milliarden Euro für 1,5 Millionen fehlende Wohnungen. 15 Euro mehr pro Kind, aber das auch erst in 4 Jahren. Bei derart mutigen Schritten frag nicht nur ich mich, für wie dumm halten die GroKo-Verhandlerinnen eigentlich das Volk. Für Millionen Rentnerinnen, Alleinerziehende, junge Menschen, Niedriglöhnerinnen und Erwerbslose geht es schon heute um wenig mehr als das nackte Überleben. Doch in 4 Jahren wird jeder 4. Deutsche arm sein. Arm sein im reichen Deutschland heißt, keine bezahlbare Wohnung zu finden. Arm sein heißt, Länder, in denen unsere Großeltern noch jedes Jahr Urlaub machten, nur noch aus dem Auswanderer-TV zu kennen. Arm sein heißt, zu hungern oder zu frieren, damit das eigene Kind an der Klassenfahrt teilnehmen oder im Sportverein mitmachen darf. Arm sein heißt, dauerhaft Mangel zu verwalten, und arm sein macht krank. Der Koalitionsvertrag ändert nichts an der stetig wachsenden Kluft in Deutschland. Kein Wort verliert er über die Besteuerung der in perverse Höhen gewachsenen Vermögen einiger weniger. Kein Wort zur Entwürdigung durch Hartz-IV-Sanktionen. Kein Wort zum um sich greifenden Überwachungs- und Verdächtigungsstaat. Kein Wort auch dazu, dass es im Exportweltmeisterland ganze Regionen gibt, die sich mit Fug und Recht als abgehängt empfinden. Denn selbst wer gutes Geld verdient, ist in Deutschland nicht zwangsläufig zufriedener. Weil sie ohne Breitbandinternet, öffentlichen Nahverkehr oder Schwimmbäder leben,
weil sie ihre Kinder in marode Schulen schicken müssen, weil sie vor verschlossenen Landarztpraxen oder Krankenhäusern stehen, weil sie Angst davor haben, im Lebensabend von unterbezahlten Kräften nach sekundengenauen Plänen verwaltet statt gepflegt zu werden, empfinden sich immer mehr Menschen Deutschlands als Menschen zweiter oder dritter Klasse. Dieser Koalitionsvertrag verschweigt die wahren Probleme der Republik. Er wird uns als Ende des Weiter so verkauft und ist doch nur ein So weiter. Diese große Koalition würde Deutschland nicht besser machen. Wem die Bundesrepublik Deutschland am Herzen liegt, muss deshalb Nein zum Koalitionsvertrag sagen. Der Koalitionsvertrag ist noch nicht einmal gut in dem, was ihm am wichtigsten ist. Dieser Koalitionsvertrag ist schlecht für Europa. Die Europäische Union steckt in der Krise. Soweit teile ich die Einschätzung des Koalitionsvertrags. Schuld an dieser Krise haben indes weder der Brexit noch das Erstarken rechtspopulistischer Parteien. Jugendarbeitslosigkeit, Altersarmut, mangelnde innereuropäische Solidarität, insbesondere beim Themenkomplex Flucht und Migration, sie sind nicht Ursache, sie sind Symptome drohenden Scheiterns. Wenn wir Deutschen Europa retten wollen, müssen wir zunächst einmal ehrlich mit uns selbst sein. Ehrlich wäre es zu sagen, die Bundesrepublik hat sich in der vergangenen Dekade an Europa versündigt. Der ehemals kranke Mann ist stark geworden durch Europa, zu stark geworden für Europa. Die traurige Wahrheit, die der Koalitionsvertrag wohlweislich verschweigt, ist, dass unser Wohlstand von unseren europäischen Partnern bezahlt wird. Mit jedem unserer fast 100 Milliarden Euro EU-Handelsüberschuss exportieren wir Arbeitslosigkeit. Die unlängst vom designierten Finanzminister Scholz vehement verteidigte deutsche schwarze Null erkaufen wir uns mit Rekordschulden in Frankreich, Italien, Spanien. Tritt der Koalitionsvertrag in Kraft, droht uns ein absurdes Szenario. Wenn Griechenland im Sommer frisches Geld braucht, wird womöglich ein SPD-Minister mit Steuermitteln deutsche Banken retten, der noch vor wenigen Wochen ihre Anteileigentümer und vermögenden Gläubiger haften lassen wollte. Die im Koalitionsvertrag vorgeschlagenen Maßnahmen sind ungeeignet, das Auseinandertreiben der Lebensverhältnisse in der Europäischen Union zu verlangsamen. Investitionsprogramme wie der EFSI, die europäischen Forschungsinitiativen oder Intensivierung des digitalen Binnenmarktes nützen schon heute vornehmlich den Starken, in erster Linie uns Deutschen. Europäische Solidarität, wie der Koalitionsvertrag sie angeblich will, sieht anders aus. Um die EU zu retten, reicht es nicht, ihre Außengrenzen zukünftig in der Sahara zu verteidigen. Eine gemeinsame Armee schafft keine innereuropäische Gerechtigkeit. Was die EU jetzt braucht, sind nicht außerparlamentarische Bürgerdialoge oder die Unterstellung, die Flucht der Jugend aus der Arbeitslosigkeit sei missbräuchliche Zuwanderung in die Systeme der sozialen Sicherheit. Was die EU braucht, ist eine Bundesrepublik, die zu ihrer wirtschaftlichen Stärke steht und ihre Bürgerinnen am Wohlstand teilhaben lässt. Was die EU braucht, sind deutlich höhere Löhne in Deutschland, bundesweit und quer über alle Branchen. Wenn wir Deutschen uns nicht bald mehr leisten können, wird sich Europa Deutschland bald nicht mehr leisten können. Der Koalitionsvertrag, über den wir Sozialdemokraten in diesen Tagen entscheiden müssen, wird die Krise der Europäischen Union verfestigen. Er ist schlecht für Europa. Weil ich mir sicher bin, dass wir die SPD auch morgen noch brauchen werden, weil ich nicht blind bin für das Leid der Menschen in Deutschland, weil ich das europäische Friedens- und Freiheitsprojekt retten möchte, sage ich Nein zum Koalitionsvertrag. Ich bitte euch, ebenfalls mit Nein zu stimmen. Danke.